Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne unsere heutige Plenarsitzung und darf Sie dazu recht herzlich hier in der Kongresshalle willkommen heißen. Es ist die 63. Plenarsitzung der laufenden Legislaturperiode. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, bevor wir mit unserer eigentlichen Sitzung beginnen, darf ich Sie bitten, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch die Gäste, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am 31. Januar wurden Frau Polizeikommissar-Anwärterin Jasmina Maria Buchs und Herr Polizeikommissar Alexander Kloß durch eine unbegreifliche Gewalttat aus ihrem noch jungen Leben gerissen. Gestern wurde Herr Kloß beigesetzt, heute Frau Buchs. Worte können in einem solchen Moment kaum ausdrücken, was wir fühlen. Wir alle sind bestürzt, schockiert und tief traurig. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Familien, Angehörigen, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir wollen unsere tief empfundene Anteilnahme mit einem Moment des Gedenkens zum Ausdruck bringen. Widmen wir den beiden nun ein stilles Gebet. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich wie immer den Landtag zu seiner Sitzung heute für 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Aufgrund der zeitgleich stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz muss Herr Ministerpräsident Tobias Hans unsere Sitzung gegen 11 Uhr verlassen. Herr Minister Reinhold Joost muss wegen eines Termins die Sitzung gegen 10 Uhr verlassen. Frau Ministerin Christine Streichert-Liveau und Herr Minister Klaus Bouillon sind für die heutige Plenarsitzung entschuldigt. Die Mitglieder des erweiterten Präsidiums haben sich im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache zu den Tagesordnungspunkten auf Folgendes verständigt. Die Tagesordnungspunkte 6 und 7, da geht es um das Thema Corona, die werden in verbundener Aussprache mit einem Drittel Redezeitmodul beraten. Für die übrigen Tagesordnungspunkte wird jeweils ein Drittel Redezeitmodul angesetzt, soweit es zu einer Aussprache kommt. Ich darf noch darauf hinweisen, zu den Tagesordnungspunkten 4 und 15 liegen Ihnen neue Drucksachen vor. Das sind die Drucksachen 16-19-15 neu und 16-19-16 neu. Die Landesregierung hat mitgeteilt, in der heutigen Sitzung eine Regierungserklärung zum Thema Europapolitik und interregionale Zusammenarbeit in der Großregion abzugeben. Wir sind im erweiterten Präsidium übereingekommen, die Regierungserklärung nach Tagesordnungspunkt 1 in einem ganzen Redezeitmodul zu behandeln. Ich frage Sie, ob es Widerspruch gibt gegen die Strukturierung, gegen die so vorgeschlagene Strukturierung der Sitzung. Das ist nicht der Fall, dann können wir so verfahren.